Ah, doch, pass auf. Haha, shit. Das habe ich mir selber versaut, ja. Warte mal auf. Wir zünden diesen Baum da an. Ich weiß nicht, was uns das bringen soll, aber wir machen es mal. Und dann springen wir ins Wasser, wenn wir anfangen sollten zu brennen. Dafür ist es ja da, das Wasser. Okay. Ich kann mit der Kamera nicht sehen, was ich mache gerade. Das ist ein Problem. Und ich lasse die Sachen leider sehr schnell wieder los. Wir zünden das Ding mal an, wenn es irgendwie geht. So, jetzt können wir den darüber schieben. Wahrscheinlich halbwegs gefahrlos. Machen wir mal. Hey, greifst du das wohl, bitte? Greif doch mal. Komm, trau dich. Ja. Yay. Okay, was bringt uns das jetzt? Es fällt auseinander, bricht um und ich habe eine Brücke. Okay, so sieht's aus. Ich habe eine Brücke. Alles klar, war gar nicht so schwierig. It took everything from me. Ja, das bisschen, was du noch hattest, hat man dir genommen mit diesen Dingern hier. Das stimmt wohl. Ah, oh, sieht auch interessant aus. Worunter? Zum Wasser wahrscheinlich, denke ich mir. Der Sumpf. Ah! Ja? Nee? Da komme ich nicht hin? Ja, aber... Hier ist er jetzt eingeschränkt für mich. Hier komme ich nicht zurück. Da komme ich nicht hoch. Hier ist ein Seil, ne? Ja, ich komme da doch nicht. Ah, okay. Ah ja, da oben war ja auch ein Tor angezeichnet. Hätte man aufkommen können, ne? Ah, so ist wieder schön. Nee, da geht's für mich nicht lang. Hier geht's für mich lang. Hier dann mal da rein. Was kann schon Schlimmes passieren? Ich mag die Musik ja, ne? Ich kann nicht hier wegziehen. Ja, kann ich. Und was bringt mir das, wenn ich dich ins Wasser rollen lasse? Ich kann nicht auf dich drauf gerade. Ich kann hier auch nicht hoch. Ich muss über die Kugel. Ah, jetzt? Nee, schwierig ein bisschen. Schieben geht gerade auch nicht. Ach so, okay, einfach durch die... Ah, komm, lass uns mal ein Foto machen hier. Options, Foto Mode. Nee, das lohnt sich nicht. So rum. Foto Mode. Jetzt machen wir aber die Foto, den Depth of Field aus. Ja, sehr schön. Und Brightness. Nee, das passt schon.
Ja, ein bisschen zurück. Okay, Foto safe. Mir fehlt das Foto-Klickgeräusch. Oh, er hat sich viel Mühe gegeben mit dem Fotomodus auch. Lasst. Warum lachen denn hier Kinder? Habt ihr das gehört? Das war doch ein Kinderlachen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Ich soll hier runter. The Canyons. Definitiv habe ich Kinderlachen gehört. Okay, kann ich den denn wieder aufnehmen und hochspringen? Das glaube ich nicht. Ja, weil das ist ein Problem wohl, was? Was machst du da? Und da muss auch was gehen hier. Mit diesem Sound da vor dem Wasserfall. Der ist doch nicht grundlos da. Oder? Ach so. Da unten ist ja was. Ich glaube, die ziehe ich lieber drüber, das erscheint mir leichter. Greift die? Ah, immer wenn man gegen irgendein Hindernis stößt, lässt er los. Ich muss sie doch aber da hochrollen. Das kann doch nur der Weg sein, der einzige. Die da hochzurollen. Kann doch nur der Weg sein, oder? So, jetzt geht's vielleicht. Nee. Entweder mache ich's falsch. Oder das Spiel ist fipsig von der Lenkung her. Ich bin mir da gerade nicht so sicher, was hier richtig und was falsch ist. Können wir den Wasserfall denn stoppen, wenn das Ding da drin ist, vielleicht? Ich glaube, der lief aber die ganze Zeit über weiter, ne? Es ist schwierig. Die Steuerung ist nicht einfach gerade. Vor allem, wenn man nicht weiß, was man machen soll damit, aber das Ding ist bestimmt wichtig. Nee, weiter geht es nicht. Es geht hier nicht weiter. Sekunde mal eben. Ah, nee, so. Ich dachte, geklingelt, aber war nichts. So, schau mal. Was machen wir denn hier? Ich habe gerade keine Idee. Ich muss da irgendwie Wasser rankriegen. Wow, ich hänge fest. Wie, da komme ich auch nicht hoch. Wie soll ich denn hier Wasser holen können? Kann ich denn hier rüber? Ja, aber
Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Das ist schön, wenn man nachdenken muss und ausprobieren muss. Das gefällt mir. So, du kommst dahin. Ach, geil! Er hat da schon Wasser mit reingekippt dadurch, dass er zerplatzt ist. Okay, sehr schön. Ja, dann passt das ja. Sehr cool. Ja, Kinder lachen, eindeutig. Okay, das klingt jetzt nicht gut. Das klingt nach Geburt oder so. Oder nach Schmerzen. Nach Geburt. Eben, wieso bin ich überhaupt? Und warum bin ich alleine? Okay, er ruft seine Frau anscheinend. So, wo muss ich denn lang? Wo darf ich denn lang? Ah, sieht gut aus, ne? Und schön gezeichnet hier. Bestimmt schwierig, so ein Spiel zu machen. Ups. Ah, toll sieht's aus, echt. Guck mal, da hinten sind wir angefangen. Da sind die Kugeln eingeschlagen. Weit haben wir es gebracht hier. Ein bisschen kurz. Aber hey, das ist Diplomarbeit oder sowas wahrscheinlich. Also, finde ich geil. Also, da kann man doch zeigen, dass man auch was richtig gelernt hat da im Studium, oder? Ist schon cool, wenn es da so eine Schule gibt. Wow, wow, wow. Und? Und Kreativität und Ideen werden dann wahrscheinlich auch noch. Keiner ist sicher. Nee, nie. Oh. Okay, schnell rüber, ne? Problem. 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 Was machen wir? Oh, springen, ne? Aber was hat das mit diesen Kugeln auf sich? Okay, wir versuchen. I didn't forget you. Laura! Ach, verdammt. Sag nicht, dass meine... Zu Hause. Na toll, jetzt sag nicht, dass meine Familie verbrannt ist. Verdammt, wir können sie nicht retten. Ich glaube nicht, dass sie die Kugel da durchziehen können. Nee, die passt da ja nie durch. Was machen wir denn hier? Wir müssen durchs Feuer gehen. Löschen. Itself. Der Oh, nee. Okay, wenn ich in diesen Kugeln bin, habe ich keine Schmerzen. Das heißt, ich darf jetzt aus dieser Welt... Ich hätte noch was gehabt. Oh, das ist aber eine interessante Botschaft, die er da vermittelt, finde ich. Ich muss
durchs Feuer gehen, wenn ich meine Familie retten will. Pain itself is forgotten. Und so, wenn ich da rausgehe, ah, jetzt kann ich ins Wasser, dann kann ich mich löschen. Okay, alles klar. Nee, kann ich nicht. Verdammt, die haben mir die Wassermöglichkeit genommen. Ich brenne weiter. Wie mies ist das denn? Ich habe das Gefühl, wir haben was zum Nachdenken am Ende des Spiels. Wow, okay, das Wasser hat aber funktioniert. Sehr schön. Nee, da muss ich durch. Können wir denn hier mal eben kurz gucken, was hier so ist? Oder geht das nicht mehr? Hier ist irgendwas. Mag man mir aber nicht zeigen. Okay, gut, dann nicht. Ich würde sagen, Zeit für ein Foto. So viel Zeit muss man sich nehmen, wenn schon mal ein Fotomodus da ist. Ich glaube, dass ich da nachträglich mal zwei Folgen daraus gemacht habe. Weil ich, glaube ich, doch länger brauche, als ich dachte. You're the only one left. Aber wo ist meine Familie denn? Außerdem will ich am Ende noch ein bisschen rätseln, was es jetzt mit dieser Geschichte auf sich hatte. In der Hoffnung, dass vielleicht da der ein oder andere von euch auf YouTube eine Idee zu hat. Keiner da. Daula. Sagt er Daula? Daula! Daula! Das klingt nicht gut. Das sieht toll aus. Was sind denn das für Kugeln? Daula! Daula! Armer Kerl, tut mir richtig leid. Could I forget this sorrow? Wie konnte ich diese Sorge vergessen? Sie ist gestorben. The last I remember of you. My last memory. The last thing. This disease will take from me. Eine weitere Opfergabe. Ja, die Familie scheint gestorben zu sein. Ja. Weshalb? My girl. Oh, er singt. Der Entwickler selber, wahrscheinlich. Close your eyes and breathe slowly. My child. Don't be scared, I'm here with you. Mom and I will always protect you. My heart, don't forget that love we share. I will always remember you. My heart, don't forget that love we share.
I remember you. My girl. I barely remember our walks on the beach. Krass. Oh, da steckt ja viel drin, ne? Meine Güte. Da steckt ja, glaube ich, ziemlich viel drin. Oh, lass uns da mal ein bisschen drüber reden. Nach Solos hat mir das gefehlt. Okay, Überlegungen dazu. Krass, also erstmal schön, toll, kurze Geschichte. Mit zum Nachdenken. So offenes Ende. Finde ich ja immer interessant, hat man so eine Aufgabe dann. Oder eine Botschaft, die er vermitteln möchte, wo man selber drüber nachdenken soll. Also, das kann alles Mögliche sein. Erstmal kann es sein, dass er das für jemanden gemacht hat, den er verloren hat. Also, dass es auch einen realen Hintergrund hat. Vielleicht ist da in seinem Leben jemand verstorben oder hat ihn nur verlassen oder er hatte eine Tochter und der geht schlecht. Man weiß es nicht. Interessant fand ich die Szene, wo er durchs Feuer musste, um zu seiner Familie zu kommen und sich dann und dann Linderung in diesen weißen Kugeln gefunden hat. Das heißt, Linderung in der Sache, also in seinem eigenen Schmerz Linderung gefunden hat, weil diese weißen Kugeln, er möchte die ja nicht haben. Er hat eine schöne Welt und es kommt etwas Schmerz in diese Welt. Und irgendwann kommst du in eine Situation, wo es dir vielleicht so schlecht geht, dass selbst dieser gewohnte Schmerz schon eine Linderung von irgendwas darstellt. Ich weiß es nicht, da kann man unheimlich viel reininterpretieren. Ein tolles, boah, schöner Auftakt für kostenlos, aber nicht umsonst. Finde ich. Klasse. Ich erwarte beim nächsten Mal nicht so viel. Auf jeden Fall schließt sich der Kreislauf. Er holt am Ende diese letzte Opfergabe und die bringt er wieder nach unten zu dieser Säule hier. Und die Opfergabe hatte am Anfang ja hier sein ganzes Leben im Bund gefärbt. Seine ganze Welt. Das heißt, seine Welt besser gemacht, eventuell, wie auch immer man das dann formulieren möchte. Dann kamen wieder schlechte Sachen. Er hat sich da durchgekämpft. Am Ende eigentlich mit einem katastrophalen Ergebnis. Und aus diesem katastrophalen Ergebnis schöpft er, ja, weiß nicht, neue Kraft für die nächste Runde. Aber im vollen Bewusstsein, dass sich der Kreis wieder schließt. Das ist, ich weiß nicht, man kann das hier nur so halb interpretieren, man weiß echt nicht. Ich kann jetzt die Frage verstehen, so, das Ende lässt Fragen offen, aber da kriegt man wahrscheinlich auch nie eine endgültige Antwort. Man soll sich ja selber Gedanken darüber machen und ich finde, das macht gute Spiele auch aus. Das ist eine Abschlussarbeit, das finde ich schon echt klasse, also echt krass. Vor allen Dingen, wie gesagt, da geht es dann ja nicht nur um Grafik. Die sollen ja auch was lernen und sollen sich Gedanken über ihre Ideen machen, die sie haben. Etwas, was ja in AAA-Titeln heute auch gar nicht mehr so großartig der Fall ist. Hauptsache, es wird geschossen. Und ja, cool. Ja, bitte um zahlreiche Kommentare und Meinungen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe die Folge in der Mitte geteilt mal. Weil ich fand, das kann man aufteilen. Irgendwie ruhig in zwei. So, okay, ich wünsche euch was. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Kostenlos, aber nicht umsonst. Schreibt mir mal, was ihr von dem Format haltet. Würde mich mal interessieren. Okay, bis dann. Tschüss.